Mann, du siehst furchtbar aus. Ein bisschen Weißwein, ein gutes Essen und dann ein Abend in der Oper. Willkommen! Wenn Sie sich gerade erst zugeschaltet haben, ich bin Dick Thornburg und berichte live für HEN, das Hollywood Entertainment Network, dem Magazin rund um das Showbusiness. Es ist ein schöner Tag in Los Angeles und ich kann vom Dach des Townsend Art Museums aus die ganze Stadt sehen. Kunstmäzene, Würdenträger der Stadt und andere wichtige Persönlichkeiten aus L.A. sind hier, um Zeugen dieses Ereignisses zu werden. Pete Gruber, der Sohn des berüchtigten Jack Gruber, ist in die Stadt zurückgekehrt, die seinem Vater zum Schicksal wurde. Pete ist hier, um ein Gemälde zurückzugeben, das er auf einer seiner Südamerika-Expeditionen entdeckt hat. Gruber behauptet, dass diese Geste nicht seinen Namen reinwaschen soll, sondern ein Akt bewusster Kunsterhaltung sei. Gruber! Wir befinden uns bei den Eröffnungsfeierlichkeiten, die jeden Moment beginnen. Der Townsend-Kurator Christoph von Laben macht sich bereit, zum Publikum zu sprechen. Sieh sich an, meine Lucian. Schon am ersten Tag tritt sie in die Fußstapfen ihres Vaters. Danke, dass Sie heute bei uns sind. Wenn wir dieses wundervolle Gemälde wieder an seinen rechtmäßigen Platz bringen. Wir haben lange darauf gewartet, dieses Gemälde zurückzubekommen und sind überglücklich, dass Pete Gruber den Jacques in Südamerika entdeckte. Es ist uns eine Ehre, dass Mr. Gruber nun diesen Jacques enthüllen und ihn mir als Kurator von Townsend übergeben wird. Okay, Buzz, mach ein paar Bilder von den Gästen. Je mehr Haut, desto besser, du weißt schon. Wart mal, ist das nicht dieser Fitnesslehrer da drüben? Frontier so-und-so? Der Typ bei Gruber. Es ist mir eine große Freude, Ihnen das Meisterwerk von Jacques Nymphen am See zu überreichen. Mr. von Laben hat mir versichert, dass es wieder an seinem rechtmäßigen Platz aufgehängt und gut geschützt wird. Na klar doch. Aber was ist mit dem Dieb, der es gestohlen hat? Wie konnten Sie das Bild so einfach zurückbekommen? Wir sind dem Verbrecher dicht auf den Fersen. Ich versichere Ihnen, dass der Täter bald vor Gericht stehen wird. Was zum... Was zur Hölle war das? Hey, Buzz, hast du das drauf? Schüsse! Lucy! Bitte behalten Sie Ruhe! Es gibt keinen Grund zur Besorgnis! Und ich dachte immer, Kunst sei langweilig. Hier ist Dick Thornburg live. Was als schöner Sommertag begann, hat sich in einen Albtraum verwandelt. Buzz, hast du das drauf? Ich riskiere hier mein Leben! Hier ist wieder Dick Thornburg mit einer Story, bei der Sie sich wundern werden, wie weit ein Mann für Ruhm und Ehre zu gehen bereit ist. Während die Nachbeben des dreisten Überfalls auf das Townsend Art Museum noch zu spüren sind, habe ich das bizarre Leben eines der Haupttäter aufgedeckt. Unsere Geschichte beginnt hier in der Kleinstadt DeKalb, Illinois. Da er nicht länger als Einwanderer gelten wollte, änderte Jack Franzlowski seinen Namen in Frontier und ging mit 18 zur Armee. Frontier hat einen Hang zur Action. Und so dauerte es nicht lange, bis er der CIA auffiel. Ja, unsere Regierung hat diesen Mann 10 Jahre lang mit dem Geld der Steuerzahler zu einem geschickten und tödlichen Agenten ausgebildet. Aber Frontier langweilte dieser Lebensstil sehr bald und er quittierte den Dienst. Auf der Suche nach Erfüllung nahm er ein Trainingsvideo auf. Das Ergebnis hieß Trainieren oder sterben. Militante Aerobic-Übungen für perfekte Bauchmuskeln. Ja, so etwas gibt es nur in Amerika, meine Damen und Herren. Trainieren oder sterben wurde über Nacht ein Erfolg und der Name Frontier ein Synonym für Training für Reiche und Berühmte. Aber auch das war dem Fitnessfreak noch nicht genug. Frontier wollte Hauptrollen in Actionfilmen spielen, für die er sonst die Stars trainierte. Schließlich erfüllte sich sein Wunsch. Er war ein marsianischer Weltraumsöldner in Galaxy Thief. Der Film wurde überraschenderweise ein Erfolg. Und bald spielte Frontier seine Rolle erneut in der unvermeidlichen Fortsetzung Galaxy Thief 2. Dieser Film floppte total. Viele Kritiker nahmen besonders Frontier unter Beschuss und meinten, noch nicht einmal ein Alien würde jemals so hölzern spielen. Bei Galaxy Thief 3 ging das Studio kein Risiko ein. Diesmal besetzte es den Herzensbrecher Greg Castle und ließ Jack Frontier im Regen stehen. Von Hollywoods Elite jetzt gemieden, versank Frontier in Depressionen.
komplett mit Selbstmordversuch. Jetzt aber hat sich das Blatt gewendet. Nach dem Angriff heute Morgen wurde er vom Fußabtreter Hollywoods zum meistgesuchten Verbrecher der Stadt. Eine weitere tragische Geschichte über gefallene Stars und zerplatzte Hollywood-Träume. Wie weit geht ein Mann für 15 Minuten Ruhm im Rampenlicht? Ich bin Dick Thornburg für HEN, das Magazin rund um das Showbusiness. Was ist hier los? Wo bringen Sie die Gemälde hin? Von Laben, tun Sie uns einen Gefallen. Schnauze. Ich soll ruhig sein? Das ist doch verrückt! Wo ist Gruber? Er ist beschäftigt, trifft einige Vorbereitungen. Die Sache ist außer Kontrolle, Frontier. Die Cops sind hinter uns her. Ich muss an meinen Ruf denken. Von Laben, Sie bekommen Ihre Belohnung. Männer, schafft diese Gemälde hier raus. Sie aufgepumpter, testosteronverseuchter Trottel! Merken Sie nicht, wie ernst das ist? Wer hat die Pläne geändert? Ich lasse Ihnen das einmal durchgehen, aber nur einmal. Und Sie sollten sich fragen, was Sie uns noch bieten können. Das Ganze gefällt mir überhaupt nicht. An Ihrer Stelle würde ich die Klappe halten und den Befehlen folgen. Ihre Nützlichkeit nutzt sich sehr schnell ab. Mein Mädchen. Wir übernehmen von Laben jetzt. Achte auf seinen europäischen Charme. Du weißt doch, ich habe nur Augen für dich, Dad. Wenn Sie wissen, was gut für Sie ist, sagen Sie ihr alles, was wir wissen müssen. Hände weg von mir! Gewöhnen Sie sich dran. Der nächste Typ, der Sie umarmt, ist Ihr 300 Pfund schwerer Zellengenosse. Gute Polizeiarbeit, Dad. Danke. Ich sehe dich dann später. Jetzt muss ich unter die Dusche. Das wollte ich nicht so deutlich sagen. Wir sehen uns auf dem Revier. Danke, danke, danke. Wie kann ich das je wieder gut machen? Sie könnten mir aus den Augen gehen. Was zum Teufel machen Sie überhaupt hier? Ich versuche, ein Interview mit von Laben zu bekommen. Natürlich exklusiv. Sagen Sie mir alles, was Sie wissen. Und wenn Sie mich verarschen, bringe ich Sie um. Ich habe Sie darüber sprechen hören, dass beide Haupteingänge mit Sprengstoff verdrahtet sind. Wenn jemand versucht, von außen reinzukommen, boom! Wir müssen sie entschärfen, aber das wird etwas dauern. Adios, amigos! Pass auf! McLean! Oh Jesus, warten Sie! Nichts unternehmen, bevor ich die Kamera bereit habe. John McLean, endlich treffen wir uns. Und seine Tochter. Das ist perfekt. Schnappt sie! Damit kommst du niemals durch, Gruber! Aber das tue ich doch schon. Bringt sie zum Hubschrauber. Lucy! Nur eine kleine Versicherung. Ich lasse nicht zu, dass Frontier ihr wehtut. Noch nicht. Wenn du sie anfasst, bist du ein toter Mann. Hast du gehört? Los jetzt! Ich bin direkt hinter dir, Gruber. Ist er okay? Er wird's überleben. John, du hättest nicht hier sein dürfen. Hör mal, Captain, ich kann nicht rumsitzen und auf Nachricht von Lucy warten. Tja, der Anhänger, den du demoliert hast, da war Jesse Montana drin. Ja, wir kennen uns bereits. Sie hat eine Menge Einfluss, John. Die Studioversicherer spielen verrückt und sie fordert eine Anklage wegen Körperverletzung. Ich hasse es, Mann, aber ich muss dich festnehmen, bis das geklärt ist. Gib mir deine Marke und deine Waffe. Captain, komm schon, das meinst du nicht ernst? Ich sagte dir doch, du sollst nicht kommen, McLean. Du bist persönlich involviert. Sieht aus, als könntest du jetzt recht lang Freundschaft mit Nitric schließen. Was ist das für ein Gestank?
Was interessiert Sie das, McLean? Es interessiert mich nicht. Es ist nur so, dass es nicht besser wird, in diesem Loch eingesperrt zu sein, wenn du es in einen gottverdammten Fischmarkt verwandelst. Thunfisch? Ja, hab jetzt eine echte Schwäche dafür. Eine Schwäche für Pfefferminzbonbons hast du vermutlich nicht. Hey, du bist ja echt witzig. Mal sehen, wie sehr du lachst, wenn Fruncher mich hier rausholt. Ja, glaub mir, Fischjunge, die sind fertig mit dir. Verpiss dich, McLean. Glaubst du echt, die lassen mich hier zusammen mit dir hängen? Auf keinen Fall, Mann. Wenn die kommen, bricht hier die Hölle los. Klar doch. Ich bin sicher, das wird jeden Moment passieren. Hey, McLean, überleg doch mal, Muchacho. Während du hier drinnen verrottest, spiele ich mit deiner Tochter. McLean, wie hieß sie doch gleich? Adios, Muchacho! Wo ist Lucy? Wo ist Lucy? Holmes ist Thunfisch. Hey, Cowboy! Sieht so aus, als lache ich doch zuletzt. John, du hast deine Zeit abgesessen. Holen wir dich hier raus. Folge nur einer Spur. Einer Spur? Was für einer Spur? Wahrscheinlich ist es nichts. Aber Nightrick mochte diesen Thunfisch sehr. Thunfisch? Wovon redest du? Das fehlt mir doch, dass du noch mehr Ärger machst, John. Jesse Montana hat die Anklage fallen lassen. Aber du weißt, es ist nicht der erste Schlips, auf den du trittst. Hey, das ist erst vorbei, wenn ich Lucy zurück habe. Sieh mal, Cowboy, ich habe keine Wahl. Wenn du noch einmal aus der Reihe tanzt, zieh ich dich von dem Fall ab. Was hast du zuletzt gesagt? Die Verbindung bricht zusammen. Mach keinen Ärger. Na klar. Gruber, Sie haben es wieder geschafft. Diese Bilder übertreffen meine Sammlung aus dem Louvre-Einbruch bei weitem. Ich hoffe, Sie sind mit der RDX-5 als Belohnung zufrieden. Ich denke schon. Haben Sie schon mal so eine gestartet? Gruber, behandeln Sie sie mit Respekt. Sie sollten nicht näher als 5 Blocks an dem Ding dran sein, wenn es losgeht. Aber natürlich, es ist mein Baby und ich habe ganz besondere Pläne dafür.
Es ist eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ah, genau rechtzeitig, um Sumi Kasaba zu treffen. Sumi, darf ich Ihnen meine Partnerin Marlin vorstellen? Marlin und ich kennen uns schon lange. Wir haben etwas, das man eine besondere Beziehung nennen könnte. Hatten eine besondere Beziehung. Jetzt ist es rein geschäftlich. Genau. Ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen, Sumi. Oh, eine RDX-5. Marlin verbrachte viel Zeit in Russland. Sie war an allen möglichen Spezialeinsätzen beteiligt. Sie kennt sich mit großen Kanonen gut aus. Gutes Auge. Sie ist tatsächlich aus Russland. Eine schöne Rakete. Ich kenne das Modell. Sie hat etwas Schönes an sich. Stimmt's? Hi, stimmt. Die Zeit ist knapp. Willkommen! Wir haben aufsehenerregende Neuigkeiten zum Townsend-Kunstraub. Heute Abend konnte das Century City Police Department die restlichen unbezahlbaren Gemälde bei einem beeindruckenden Einsatz in den Docks sicherstellen. Anscheinend waren die Gemälde auf dem Weg in das Land der aufgehenden Sonne. Obwohl diese Nachricht eine große Erleichterung für die Kunstliebhaber dieser Stadt ist, konnten wir nur kurz aufatmen, denn die Situation nahm eine dramatische Wendung. Pete Gruber, der Sohn des Irrenverbrechers Jack Gruber, hat $1 Milliarde von der Stadt gefordert. Wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden, hat Gruber gedroht, den internationalen Flughafen von L.A. mit hochexplosiven Sprengsätzen zu zerstören. Zu diesem Zeitpunkt hat die Erhaltung von Leben oberste Priorität für das Police Department und das FBI. Wir werden natürlich auf HEN fortlaufend weiter von diesen Ereignissen berichten. Schalten Sie also nicht um. Und jetzt ein Wort von unserem Sponsor. Jubilee Bright Zahnpasta, weil minzfrischer Atem einfach besser ist. Waffen fallen lassen, es ist vorbei. Mach dich nicht lächerlich, McLean. Ich sag es dir nicht nochmal. Es ist zu spät. Das Lösegeld wurde bezahlt und jetzt hole ich es ab. Wenn du auch nur atmest, stanze ich dich mit Löchern voll. Das glaube ich nicht. Nicht, solange wir dein kleines Mädchen haben. Sieh's ein, es ist vorbei. Du bist am Ende. Du und Gruber. Gruber? Wen interessiert schon Gruber? Wirklich, McLean, du siehst mal wieder nicht über den Tellerrand. Marlin, kümmere dich um unseren Gast, während ich weg bin. Ich komme mit dem Geld zurück. Gerne. Du kommst zu spät. Lucy hat keine Chance. Gruber bekommt seine Rache. Wo ist sie? Er hat sie dahin gebracht, wo du seinen Vater getötet hast. Nakatomi Plaza? Er meinte, das hätte eine bestimmte Poesie. John, du bist okay. Wir hatten schon Angst, du wärst hier draufgegangen. Ja, mir geht's gut. Und ich habe gute Nachrichten. Was denn? Bringst du mir Donuts mit? Fast. Hör zu, die Rakete wird nirgendwo hinfliegen, sie ist deaktiviert. Alles klar, Cowboy, hast du gut gemacht. Und ein gutes Timing. Der Gouverneur wollte schon meinen Arsch. Ich muss die Geldübergabe stoppen. Warte, häng nicht auf. Du musst sie hinhalten. Gruber weiß es vielleicht noch nicht. Und er hat Lucy. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Alles klar, Cowboy. Ich kümmere mich drum. Wir tun unser Bestes, um ihn hinzuhalten. Beweg deinen Hintern hierher. Der Deal gilt nicht mehr, Gruber. McLean hat die Rakete sabotiert. Was? Nein! Wieso gibt der Kerl nicht den verdammten Löffel ab? Keine Ahnung. Aber wenn du einen Ersatzplan hast, sollten wir ihn jetzt aktivieren. Ich komme rüber. Ah, John McLean. Ich hab Sie schon erwartet. Ich bin sicher, Sie werden die Ironie meiner Ortswahl schätzen.
Dass alles hier endet, wo es vor vielen Jahren begann, macht es noch befriedigender. Diesmal ist es ihre Tochter, die wie ich dem Tod ihres Vaters zusehen muss. Aber diesmal müssen sie sterben. Sorry, Gruber. Ich habe aber noch nicht vor zu sterben. McLean, Sie sind ein ziemlich enervierender Mann und sehr schwer zu töten. Aber diesmal wird es für Sie wohl keinen Ausweg geben. Es gibt keine Flucht in letzter Minute. Ich wollte Ihnen eigentlich die Gelegenheit geben, sich von Ihrer Tochter zu verabschieden. Aber was soll's. Sie wird Ihnen ohnehin bald Gesellschaft leisten. Ich werde dich umbringen, wie ich deinen miesen Vater umgebracht habe. Auf Wiedersehen, Officer John McLean. Lucy, ich will, dass du hier bleibst. Das ist etwas zwischen mir und Gruber. Dad, dafür wurde ich ausgebildet. Ich bin nicht mehr dein kleines Mädchen. Lucy, du wirst immer mein kleines Mädchen sein. Tu mir den Gefallen und warte hier. Okay, aber ich bin bereit einzugreifen. Bleib genau da stehen, McLean. Komm näher und ich blase deine Tochter in die Ewigkeit. Na, na, na. Wenn das nicht Pete Gruber persönlich ist. Das war's also, Gruber. Mach schon, schieß doch. Du willst doch mich. Wenn du eine Rechnung begleichen willst, begleiche sie jetzt. McLean, es ging nie um Rache. Mein Vater hat während meiner ganzen Kindheit kaum zwei Worte zu mir gesagt. Du hast mir einen Gefallen getan, als du ihn umgebracht hast. Hier geht es um Geld, McLean. Das Geld, das du jetzt für mich holen willst. Wir wissen beide, dass ich das nicht tun kann. Sieh es ein, du bist am Ende, Gruber. Es ist vorbei. Ich hab dich gewarnt, McLean. Jetzt zahlst du mit dem Leben deiner Tochter. Nein. Nein, 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 nein! Stirb! Warum stirbst du nicht einfach? Ah. Frontier, du gottverdammter Feigling! Komm zurück und hilf mir! Nimm's nicht persönlich, Gruber, aber das war mal fällig. Na! Yippie-yay! Schweinebacke! Das ist mein Mädchen. Danke, McLean. Sie haben mir viel Ärger erspart. Tut mir leid, dass ich Sie jetzt so sang- und klanglos verlasse, aber ich muss zu einer Premiere. Das ist eine dumme Idee, John. Wow, das ist wirklich eine dumme Idee. Chief, hier ist Lucy. Gruber ist tot und seine Männer sind ausgeschaltet. Hab verstanden, Mann. Ihr zwei habt ja vielleicht ein Chaos angerichtet. Kommt runter, ich will dich und John in 5 Minuten sehen. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Guten Abend, hier ist Dick Thornburg. Ich berichte live vom Holmes Observatorium hoch in den Hügeln von Hollywood. Wir sind auf der Party der heutigen Premiere von Galaxy Thief 3. Greg Castle und seine Familie sind eben angekommen. Sie sehen zufrieden aus, denn der Film wurde positiv aufgenommen. Ja, Leute, die A-Besetzung von Hollywood hat sich in dieser wundervollen Sternennacht hier in L.A. versammelt. Ehrlich gesagt, wer nicht hier ist, ist ein Niemand. Bleiben Sie also bei uns auf HEN. In wenigen Augenblicken blickt Greg Castle höchstpersönlich in die Kamera. Was macht Frontier hier? Greg? Darf ich Sie Greg nennen? Natürlich. Was können Sie uns über Galaxy Thief 3 sagen? Sie werden den Film lieben. Jede Menge Kämpfe, Aliens und viel Humor. Sogar ein bisschen Romantik. Dieser Film setzt neue Maßstäbe im Weltraum-Söldner-Komödien-Genre. Reden wir jetzt einen Moment über Sie. Was war das? Oh nein! Gute Arbeit, Cowboy. Wieder ein Tag, wieder ein Gebäude ruiniert.
Glückwunsch, John. Danke. Wo ist Lucy? Ist sie okay? Mir geht's gut, Dad. Wirklich. Entschuldigung, sind Sie John McLean? Wer will das wissen? Der John McLean? Ich bin Robert Barnes, der Entwicklungsleiter bei Flyaway Pictures. Ich möchte mit Ihnen über Filmrechte sprechen. Was für eine Story. Abgehalfterter Cop rettet die Stadt mit Hilfe seiner waffenschwingenden Tochter. Das gäbe einen irre spannenden Film. Danke, aber nein, danke. Entschuldigen Sie mich jetzt. Haben Sie mich nicht verstanden? Ich bin bereit, viel Geld für Ihre Story zu zahlen. Wir haben den Mann gehört. Verschwinden Sie. Ich spreche über Ruhm, Starlets, großes Geld. Seien Sie kein Idiot, McLean.